Moin, liebe Filmfreunde, morgen erscheint ein neuer Netflix Original Film, nämlich namens The Old Guard. Ich durfte den schon vorab schauen, weil der geht ja erst am 10. Juli los. Und ich bin Dennis und das ist eine neue Folge Nerdcheck. Andy führt eine kleine Gruppe von unsterblichen Soldaten an, die bereits seit mehreren Jahrhunderten die Menschheit im Geheimen beschützen. Doch Andy sehnt sich mittlerweile nach dem Tod. Sie will, dass es endlich aufhört, von Waffen und Kugeln durchbohrt zu werden und doch wieder und wieder aufzuerstehen. Auch das Leben in Abgeschiedenheit ohne Beziehungen außerhalb ihres kleinen Circles setzt ihr zu. Doch dann gerät die Truppe in einen Hinterhalt, bei dem nicht nur zwei Mitglieder entführt werden, sondern mit Kameras das große Unsterblichkeit-Geheimnis dokumentiert wird. Nun liegt es an Andy, es mit einem grausamen neuen Feind aufzunehmen. Als Hilfe hat sie Newcomerin Nile, eine US-Soldatin, die gerade in Afghanistan das erste Mal gestorben ist und so ihre Kraft entdeckt hat. Das kann man kurz und knackig sagen in diesem Film. The Old Guard stammt einer Graphic Novel von Greg Rucka und Leandro Fernandez, die hier auch Autor und natürlich Co-Comic-Autor sind, sag ich mal. Regie führt hier auf jeden Fall die auch ja Newcomerin Gina Prince Bythewood, die er durch Serien als Regiewerke und natürlich als kleinere Filmproduktion in Erscheinung getreten ist. Hier macht sie eigentlich einen soweit ganz guten Eindruck, soliden Eindruck, muss ich sagen. Ja, 5 Bände, wie gesagt, gibt es von diesem Comicband. Und das Ding ist halt, wenn das erfolgreich ist auf Netflix, ist ja Netflix Original, dann soll es wohl eine Trilogie geben. Das kann man da kurz zu sagen. 1 Stunde 58 Minuten geht dieser Film, ist angesiedelt im Fantasy- und Action-Bereich und hat eigentlich einen ganz guten Cast. Pro auf jeden Fall ist das wirklich so, die Action-Fights sind ganz gut gemacht, auch choreografiert. Man hat auch einen guten Cast sich geholt mit Charlize Theron und natürlich Chiwetel Ejiofor, den man aus 12 Years a Slave nämlich kennt. Und man hat hier auf jeden Fall auch natürlich Möglichkeiten der Storyline, die wirklich sehr interessant sind. Interessant in dem Punkt einfach Unsterblichkeit, Selbstsüchtigkeit der Menschen, die vielleicht einfach zu viel wollen. Ist eine Unsterblichkeit wirklich gut? Das deutet diese Story an von Greg Rucka, wo man sagen muss, er hat das ja selber angedeutet in seiner Featurette, ist es wirklich so gut? Ein Comic ist immer anders als ein Film. Und man merkt es einfach hier, dass das ganze Projekt doch von Neulingen, sag ich mal, so ein bisschen umgesetzt wird. Das liegt einfach ein bisschen so an der Farbgebung, an der Kameraführung. Also manchmal hätte man da einfach ein bisschen dynamischer raufhalten müssen. Das ist nicht der Fall, sag ich mal so. Was ich cool fand, auf jeden Fall die ganzen verschiedenen Kulissen. Man ist da wirklich quer durch die Welt gereist oder vielleicht war es auch nur Greenscreen. CGI ist hier eher mäßig. Die schauspielerische Kunst, da kommt natürlich Charlize Theron als Andy im Vordergrund. Die spielt ja diese unsterbliche Anführerin. Und das ist ja wirklich so, wenn man das Vorbild nimmt, dieses Charakter Andy, dann hat man da ein bisschen mehr Tiefe gegeben. Es ist einfach so, sie spielt diese Person wirklich ganz gut und sie kann mehr. Aber die Choreos, die sie macht, so die Kampfchoreos, das ist wirklich schon gut. Der andere Part, so mit Kiki Lane als Nile und der restliche Cast mit Matthias Schönarz, Maiwan Kenzarion, ja, Chiwetel Ejiofor, sind nicht schlecht, machen ganz gut einen soliden Job, soweit bis mittelmäßig. Die Newcomerin, sag ich mal, Kiki Lane ist eher so ein bisschen, man sagt, ja, kann mal ein bisschen besser sein, aber es geht schon alles in Ordnung. CGI war auch hier soweit in Ordnung, kam wohl nicht so viel Budget, man hat da auch manchmal ein bisschen mit Camps zu kämpfen gehabt. Aber wirklich das Schlimmste eigentlich war die erste Stunde überhaupt durchzuhalten, weil man wollte einfach zu viel, jeden Charakter irgendwie die Tiefe zu geben. In den Comics ist das ja so, dass man zum Beispiel Andy mehr die Tiefe gibt. Hier ist es ein bisschen anders. Jeder bekommt seine Screentime. Und ja, das war einfach ein bisschen zu viel. Man hätte es einfach von den 1 Stunde 58 Minuten vielleicht auf 100 Minuten kürzen können. Und das wäre besser gewesen. Das ist einfach so. Ich habe mich 1 Stunde wirklich ein bisschen gequält. Habe nur gedacht, ist schon teilweise sehr zäh das Ding. Pacing nicht gut. Und dann ab 1 Stunde ging das dann wirklich auch los mit den Action-Fights. Auch der bisschen blutigeren Action-Fights. In den Comics ist es ja sehr blutig und rau. Vielleicht hätte es hier auch ein bisschen mehr, sag mal, besser getan, hätte man das so gemacht. Aber FSK 16 wird es wahrscheinlich sein, aber so ein bisschen so die Richtung 16 noch ein bisschen mehr. Weil ihr wisst ja, Netflix macht ja keine FSK, sondern es wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, hätte man das ab 18 gemacht. Naja, auf jeden Fall
merkt ihr schon, wo die Reise hingeht. Es ist ein eher durch mittelmäßiger bis ja solider, sag ich mal, Netflix Original Film, der doch bestimmt auch nicht wenig kostete und jetzt am 10. Juli startet. Und das ist einfach so, wo ich sagen muss, ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet. Dazu wird es auch noch ein Ende erklärt und eine Analyse geben, weil man ja natürlich auf drei Filme kommen möchte. Ich würde denen auf jeden Fall nochmal eine Chance geben beim zweiten Teil, weil die Storyline an sich von Greg Rucka, diese Unsterblichkeit, ist wirklich schon sehr interessant und hat mich auch angetan. So wie das da weitergeht und was er mir eigentlich sagen möchte. Deswegen ist es auch wirklich ein Thema für mein Format, halt der Nerdschule, das Ende erklärt. Und ja, könnt ihr natürlich gerne mal reinschalten. Ansonsten bin ich eigentlich das schon fast am Ende dieser Review. Ich habe eigentlich schon fast alles so gesagt, was man sagen kann. Wirklich das Beste, sage ich ja, waren die Action-Fights, der Cast und natürlich das Thema der Storyline der Unsterblichkeit. Fazit ist einfach so, es ist ein übermittelmäßiger bis solider Action-Fantasy-Film, der mit ein paar ganz guten Story-Elementen punkten kann, aber einfach in manchen Punkten zu zäh ist und mich einfach nicht immer überall abgeholt hat. Das kann man kurz sagen zu The Old Guard, der jetzt ja startet. Ich hoffe mal, euch hat die Kritik hier gefallen. Ja, und deshalb bekommt The Old Guard von mir eine 6 von 10. Und mehr ist da leider nicht drin. Das ist einfach so. Und ich würde mich über natürlich auf Kommentare und natürlich über Abos freuen. Lasst doch gerne auch mal ein Like hier. Und ich würde sagen, Leute, bis dann und ciao und bam.